Hallo, meine lieben Kätzchen, und willkommen zu einem sehr späten Video, 1.24 Uhr. Und zwar, ich rede gerade mit dem Cleverbot, jetzt schon die ganze Zeit. Wer mir auf Insta folgt, hat auch schon ein Bild von der Konversation, die ich vorhin gehalten habe, gesehen. Aber ich möchte jetzt, da ich ja zu dumm bin, mir so ein Aufnahmeprogramm zu holen, auf meinem PC keine Videos hochlade, von meinem PC hochlade, würde ich das jetzt einfach mal so machen. Und ja, ich halte jetzt einfach mal so bescheuert mein Handy und YOLO. Ich schreibe jetzt einfach mal Hello. Hello. Nee, soll ich auf Deutsch schreiben? Ich schreibe mal lieber auf Deutsch. Sorry. Sorry, das war... Was? Was soll das heißen? Okay, ich schreibe Hallo und der Cleverbot schreibt Apanakdikata? Ich könnte das jetzt hier, ich habe Google-Übersetzer bereits offen. Könnte ich das eingeben? Ich habe immer so viele Tabs offen. Ich habe zu viele Tabs offen. Was? Okay, ich gucke mal, ob ich das so machen kann. Ja, das kann man lesen. Jetzt kann ich aber mein Handy nicht halten. Naja, egal. Tut mir echt leid, aber ich habe gerade so Bock, das irgendwie aufzunehmen. Ich frage jetzt einfach mal was. Kennst du... schreiben wir mal Tiki Tobi. Tiki Tobi ist gerade mein Lieblings-CP. Tiki Tobi. Oh, ich filme gar nicht meinen Bildschirm. Egal. Ja. Oh, cool. Was tippe ich denn da? Das sind eigentlich... Was cool. Jo, also das sind eigentlich immer alle Konversationen, die ich mit dem Cleverbot halte. Die fangen genau so an und enden meistens darin, dass, keine Ahnung, ich eine halbe Stunde hier davor sitze, mich darüber aufrege, was der Cleverbot für einen Scheiß redet und keine Ahnung. Jo, also, was schreibe ich denn jetzt? Was cool. Okay. Vor allem, ich finde das jetzt lustige. Guck mal, der Reden ist so, das sieht man gar nicht. Unscharf. Ist hier voll viele Menschen, 26.483 Menschen reden gerade mit dem Cleverbot. Und es kann ja sein, dass man theoretisch genau jetzt die Sätze bekommt, die einer der anderen gerade gestellt hat oder gesagt hat. Also ich finde das Prinzip vom Cleverbot richtig cool. Und what the fuck, in dem Video flippt mein Bildschirm gerade voll aus. Sticky Toby, eine CP. Was für eine 4? Ey, was für 4, Alter. und übrigens, wie ich gerade auf die Idee kam, ich habe gerade bei John Let's Play ein paar Videos geguckt. Er redet mit dem Cleverbot und so. Und ich mache ja einen Cleverbot auch. Ich rede auch tagelang. Tagelang? Was rede ich denn da? Minutenlang, stundenlang? Keiner redet sehr oft mit dem Cleverbot. Und, ja, auf jeden Fall... Ja, da habe ich mir gedacht, mache jetzt einfach mal so just for fun so ein komisches Video, während ich mit meinem Handy einfach mal meinen Bildschirm aufnehme. Yo, und es ist einfach mal viel zu spät dafür, dass ich noch wach bin. Wie heiße ich? Was soll ich schreiben? Ich schreibe jetzt so eine Schmusi. Schöner Name. Danke. Und deiner. Alexander. Oh, vielleicht ein Alexander, den ich kenne. Ich kenne einen Alexander. Nee, ich kann den kompletten Namen aber nicht schreiben. Der wird es zwar eh nie merken, aber trotzdem lieber nicht. Sonst hätte ich nämlich den Nachnamen hingeschrieben, aber das mache ich nicht. Cool. Vor allem das Blöde ist, mir fällt immer nichts ein, was ich mit dem reden könnte. Ich warte darauf, dass der irgendeine Scheiße redet. Das ist ja irgendwie... Bist du cool? Ja, bin ich. Nicht plus. Ach, Mann. Ja, genau.
Oh Mann, ich. Falls man sich fragt, warum ich mit einer Hand so schnell tippen kann, das ist, weil ich mal eine Woche lang krank war und hier in meinem Bett lag und einfach nur mit einer Hand tippen konnte. Oh, ich sehe gerade, dass da voll der Blitz im Weg ist. Naja, egal. Wie alt bist du, als ob ich das jetzt sage? 11. Genau, 11 mit V. 11. 11. 11. Oh. Gibt es nicht. Okay, also das mit 11 habe ich jetzt einfach nur von Manuel von German Let's Play geklärt. Okay. YOLO. YOLO. Hashtag, genau. Ich sehe durch mein Handy gerade nicht, wo ich. Dann halt LOL. Ich vertippe mich an. Ich kann nicht schreiben. Was machst du gerade? Ein Video. Für. YouTube. Ich benutze sehr gern diesen Smiley. Wenn man das. Welches Video? Von dir. Oh Mann, mein Handy, es rutscht. Ich bin ein Planet? Alexander ist sowas von ein Planet. Ja, bist du. Ich. Ich kann die ganze Zeit auf die falsche Taste. Und falls ihr fragt, nein, ich bin nicht besoffen, ich bin nur, nein, müde bin ich eigentlich auch nicht. Ich bin, wenn es spät wird, wenn es Abend ist, bin ich immer so drauf. Ich muss gucken, dass das Video nicht länger als 15 Minuten lang wird, weil sonst kann ich es nicht hochladen. Und du bist auch ein Computer. Ja, bin ich. Das ist das langweiligste Video, das ich, ups, das ich jemals hochgeladen habe. Du hast doch gesagt, dass du ein, wann habe ich gesagt, dass ich ein Mädchen bin? Ich habe nur gesagt, Flasche halt die Klappe. ja, ich bin ein weiblicher Computer. Ich schreibe ich immer mit V. Ich kann mit der Tastatur nicht umgehen. Computer. Da kommt mein Hund reingewackelt. Und? Sieht man dich? Und sieht man. Sorry, mein Platz ist sehr unaufgeräumt. Was hat er gesagt? Tja, das ist schade. Wieso? Wo sie genau? Ich hasse es, mich so. Okay, ja, ich habe nicht gesehen, dass ich kein W getippt habe. Was ist denn Lieblingsmusik? Zurzeit kann ich mal zeigen. Hier. Alles Creepypasta Songs. Das ist halt meine Lieblingsmusik. Also, was klicke ich denn da an? Ich kann ja mal alle meine Tabs durchklicken. German Let's Play, Tiki Tobi, da, da, da und da. Yo, ich hoffe, das hat jetzt keine Folgen, aber auch egal. Lieblingsmusik. Maske Song. Den höre ich gerade. Was machst du da? Oh, der Hund will unter die Decke. Ich mag Revolverheld. Okay. Kenne ich nicht. Kenne ich schon, aber habe ich noch nie gehört. Der Hund regt mich ab. Der Hund lenkt mich ab. Und du? Was machst du denn da, Malte? So, fertig. Wundervoll. Und du? Wurde gerade gesagt. Hab ich doch. Och. So, jetzt meine Hand noch ein Bild ist, aber ich kann das gerade nicht so gut. Doch gerade gesagt. Ich sehe gerade. Oh, 10 Minuten voll. Scheiße. Ja, ich habe etwas gesagt.
Okay, ich mache jetzt mal hier das Video Ende. Vielleicht nehme ich jetzt einfach nochmal eins auf, wo ich mit dem Cleverbot rede. Okay, dann tschüss, meine lieben Kätzchen. Außerdem, ein paar Jungs aus meiner Klasse haben gesagt, ich soll sie im Video erlernen. Schöne Grüße an Lukas, Dennis, Marcel, Patrick, Vincenzo auch. Und sonst YOLO.